Feels like in heaven. Feels like in heaven. Call it now. Gut, vor einer Woche rund, als ich abgereist bin, habe ich den Aftershock vorgestellt, wie man den trinkt. Und habe auch schon einen Tag darauf später habe ich das SMS vom SCB bekommen. Er will unbedingt auch so einen Aftershock mit mir probieren. Darum habe ich gedacht, kaufst du besser gerade 3 Flaschen. Ist ein SCB-Fan, die nehmen etwas zum Morgen. Nehme ich mal an. Habe dann noch das Gutterli entdeckt. Das ist das hier. Le Diable Noir. Der schwarze Teufel. Wenn man hier schaut auf den Alkohol. Das ist ein Killer. Das ist ein tödlicher. Der SCB, den wir das Bild geschickt haben, gesagt, er könnte gerade einstreichen. Er hat dann das Leben lang kein Rheuma mehr. Ist 85 Volumenprozent. Er hat gesagt, testen wir auch so etwas. Dass man sagt, wir nehmen nicht nur schwaches Zeug, wir nehmen auch starken Tubak. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Die Finger werden heissen. Ja, weg. Also Freund. Ich sehe es nicht. Also mit dem kann ich Winter... mit dem kann ich im Winter töten. Heizen, Zürli machen und Urteil muss man dann nicht übrigens absehen natürlich. 19. Jahrhundert Tradition hat der gehabt. Wenn ich gehört habe, gelesen habe, das mich fasziniert, steht hier hinten auf der Flasche, ist zwar auf Spanisch drauf. Der Van Gogh hat sich nach dem Suff mit dem Zorn abgeschnitten, Hemingway hat die besten Werke vollendet und so soll es sein, der SCB Denim soll nach diesem Werk die besten Tabasco-Gerichte zubereiten. Darum, wenn er kommt, kommt er auch solches Gläschen über. Ich teste das jetzt mal. Vielleicht verreist es mir auch gleich den Ranzen, aber schauen wir mal. Also, normal würde man ihn noch mit Wasser verdünnen. Schluss auf das Zeug jetzt, komm. Komm, mach rein. Hey, der Fahrer. Ja, ich hatte vorhin die Finger drinnen, damit man sonst den Schweiss und das stinkt. Jetzt kannst du schon schnell die Aussicht filmen, die wir haben. Das Panorama zeigen noch, ja. Royale hat noch Schwierigkeiten, die Route aus Fossa. Strandbase zum Beispiel. Schöne Burg. Jetzt kannst du zum Beispiel auch schrauben. Die sündige Strandbase. Nicht fest schrauben. Ja, das bin ich. Burg hat getroffen zu. Burg kann ich, ja. Geht's bei dir? Ja, ja. Du hast die Augen drauf wie der Käsehung. Zeugfremd, bin ein Song. Ja, Burg. Wir sind hier im Hotel Gorisco. Du kannst Schleichwerbung machen für Carlos. Ja. El Bandito. Ja, nein, ist gut, der Käfer. Also gut. Ja. Gut. Also, der Rest bei denen kann sich freuen. Es gibt etwas Gutes. Ich wünsche ihm alles Gute, nur keine gute Saison im Hockey. Ciao. Dort ist Zeug ein bisschen schlechter, wenn du drin siehst. Ja, also. Aber Aftershock haben wir. El Diablo ist bereit. Und nochmal das Ciao. Das Ciao muss immer sein am Schluss. Ciao. Also, mir ist etwas dunkler. 10 Minuten später. Die Royale hat nach dem Absinth noch etwas Durst gehabt. Zum Abspülen braucht es etwas Zungs. Ich muss dann mal herzoomen. Oder noch mal her. Ja, das ist einfach. Das ist sieht doch nicht schlecht aus. Das ist ein Likör 43, Guaranta Tres. Saufen sie auf Mallorca wie Wasser. Haben wir letztes Jahr gehabt und habe zufälligerweise gesehen, dass sie für ihn anbieten. Ich habe gesagt, ich nehme noch einen Scheuchen zum Abspülen. Und der Scheuchen sieht halt so aus für 3 Euro. Eine Mördertasse, du. Hey, nicht schlecht. Und vom Geschmack her. Fantastisch, kommen zu Mallorca, heisst das mit Milch. Das ist gut. Würdest du eine Burg nehmen? Kann ich machen, mein Platz. Burg, wunderbar. Sie ist noch nicht ganz schön beleuchtet. Mit also. Vollmond, da sieht man zwar auch nicht. Das heisst, wenn wir voll sind, wie der Mond, wie mit der Burg gefüllt. Strandpark hier unten. Gut, also, ciao. Nicht noch einen kräftigen Schluck. Nein. Das grösse Morgen, das Zeug. Glück fein. Gute, gute. Wow. Tschüss. Gut, ciao.